Start bei Kinect für Xbox 360. Okay. Okay, ich bin jetzt hier im Frogster-Stand in der Business Area und habe hier die Daniela und den Holger neben mir sitzen. Die werden mir jetzt ein bisschen was zu Terra erzählen. Ich konnte Terra gerade schon mal anzocken. Wir haben einen kleinen Instanzabschnitt gespielt. Und ja, ich frage jetzt gleich mal direkt zum Boss, den wir da gemacht haben. Was ich mich immer gefragt habe bei diesem dynamischen System, diesen dynamischen Kämpfen, es war jetzt schon so, dass wir natürlich, gut, wir waren alle Anfänger, ist natürlich ein ziemlich chaotisches Hacking und Slashing. Inwiefern wird es später anders? Also wie plant ihr Bosse so zu designen, dass das taktische Spielen dann wirklich wichtig wird? Also die Bosse, die haben verschiedene Phasen, sie haben verschiedene Skills, wie auch die Spieler auch. Und man kann bei den Bossen sehen, welchen Skill sie jetzt als nächstes zünden. Zum Beispiel, wenn der Boss, den wir eben hatten, anfängt loszuchargen und alles über den Haufen zu rennen, was im Weg steht, plustert er sich vorher ein bisschen auf. Dann hat er teilweise auch einen Rage-Mode, wo er anfängt ein bisschen rot zu glühen, wo die Augen ein bisschen rot glühen. Da teilt er dann mehr Schaden auch nochmal aus. Er hat auch diese Magieattacke, wo sein Reittier sozusagen anfängt, diesen Energiestrahl zu speien. Die kündigen sich alle mit so ein paar Feinheiten vorher an, sodass eine aufmerksame Gruppe das sieht, ausweichen kann. Zum Beispiel, wenn er dann niedergeschlagen auf dem Boden ist, alle rauf. Sobald er aufsteht, ist damit zu rechnen, dass er so einen Schildswipe macht, alle wieder zurück. Also er gibt Signale und auf die kann man eigentlich ziemlich gut reagieren. Mhm. Eine Sache ist mir auch aufgefallen beim Anspielen gerade. Es gibt ja eine Kollisionsabfrage. Ja. Inwiefern plant ihr das in Boss-Designs, in Instanz-Designs mit aufzunehmen? Also diese Mechanik? Diese Mechanik ist komplett drin und das zeigt sich dann halt auch im Dungeon. Wie du vielleicht gesehen hast, als ich den Heiler gespielt habe, ich habe immer versucht, mich auf freien Flächen zu bewegen. Mhm. Das Problem ist, als Heiler ziehe ich ziemlich viel Aggro durch das Heilen, habe immer so ein paar Leute, die mir hinterherlaufen. Mhm. Wenn ich mich dann in eine Ecke drängen lasse, dass ich nicht mehr ausweichen kann, bin ich ziemlich schnell tot. Okay. Es gibt ein paar Skills, mit denen man zurückspringen kann, mit denen man rausspringen kann. Die haben aber auch entsprechend immer einen Cooldown, sodass man das nicht dauernd machen kann. Also man muss schon aufpassen, wo man hinrennt, wo man sich irgendwie einecken lassen kann. Das kann man auch mit dem Boss machen oder mit dem Mob. Kann man sagen, okay, den schiebt man jetzt irgendwie, versucht man irgendwie in die Ecke zu schieben, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Dann hat man es vielleicht auch ein bisschen leichter. Also es ist ein taktisches Element im Spiel. Was ich gelesen habe auf der Homepage ist, dass ihr plant auch einen großen PvP im Endgame-Content. So, ja. Jetzt habe ich das Wort. Wie wird das aussehen, A? Und B, in welchem Verhältnis wird das in der Wichtigkeit zum PvE stellen? Versucht ihr ein Mittel zu finden oder ist das mehr so ein Feature? Es wird schon Mittel sein. Also es ist auch im Politiksystem mit verankert. Man kann ja verschiedene Regionen in der Politik sozusagen erobern. Wenn man ein erfolgreicher Gildenleiter ist, Max mit Level, kann man sich entweder zur Wahl stellen und hoffen, dass die Leute einen mögen und eben einen wählen. Oder man erlangt die Macht durch PvP. Das ist immer ein bisschen abhängig von den Gebieten, die man gerne beherrschen möchte. Mhm. Dazu kommt, dass wir dann auch Battlegrounds haben werden und halt auch bestimmte Gebiete einfach PvP-Zonen sind. Das ist auch eine der Mächte sozusagen der Vanarchen bzw. der Exarchen später. Der kann auch mal ein PvE-Gebiet zum PvP-Gebiet erklären und andersrum. Mhm. Was ich mich frage durch das dynamische System mit Ausweichen und so, ist es im Prinzip möglich, alles solo zu spielen, wenn man seinen Charakter perfekt spielen würde? Man sollte solo ziemlich weit kommen, auf jeden Fall. Ja. Es ist halt sehr viel mit Ausweichen, Blocken, man muss halt auf Zack sein, man darf kein Bewegungsmuffel sein. Irgendwie eine Hand essen, die andere was zu trinken in der Hand spielen und dann immer Makro ist nicht. Man muss zielen, man muss halt in Bewegung bleiben. Und wenn man das drauf hat, sollte es eigentlich ganz gut möglich sein, eine Menge alleine zu schaffen. Jetzt hab ich ja einen Krieger gespielt. Würde mich aber auch interessieren, wie läuft es mit Bewegung und Zielen bei Castern und vor allem bei Heilern? Musst du als Heiler auf deine Mitspieler zielen oder wie funktioniert das? Also ich habe jetzt die Heilungen, die ich halt jetzt gerade benutzt habe, war praktisch, einmal mache ich einen großen Kreis auf dem Boden, der hat eine gewisse Castdauer. Die Spieler sehen diesen Kreis auf dem Boden und wissen, okay, da kommt gleich ein Heal und können in diesen Kreis reinrennen. Ich habe den Kreis nicht gesehen. Das ist das Problem. Man muss drauf aufpassen. Ich glaube es auch. Dadurch, dass der einen relativ langen Cast hat und er ziemlich groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, auch wenn die Leute nicht sehen, dass da gerade ein Kreis auf dem Boden ist, dass sie trotzdem sich irgendwie in diesem Kreis befinden. Es gibt einen stärkeren Heal, das ist ein sehr kleiner Kreis.
Da springen mir die Leute meistens raus. Mhm. Und dann gibt es einen sogenannten Lock-on-Skill. Wenn man den ein bisschen. Also das habe ich gesehen als Chat-Nachricht, dass du mich gelockt hast. Ich aktiviere den Skill, kann dann über 2 bis 3, je nachdem, wie weit ich den Skill aufgewertet habe, meiner Gruppenmitglieder swipen mit meinem Fadenkreuz. Die werden für mich grün hervorgehoben. Und dann, wenn ich alle markiert habe, die ich markiert haben möchte, drücke ich Casten und dann werden die Leute geheilt, außer sie rennen mir jetzt gerade noch aus der Range raus auf den letzten Drücker. Der Haken an der Sache ist, dass der Heiler sich nicht mit selber heilt, mit seinen Gruppenheals. Ich habe einen einzelnen Heal auf mich selber, wo ich dann halt drauf aufpassen muss, dass ich den zwischendurch auch mal reinwerfe. Sonst liege ich ziemlich schnell am Boden und toter Heiler, duver Heiler. Wenn ich richtig verstanden habe, ist es ja bei Terra so, dass man die Fraktionen nicht durch die Rassenwahl Richtig, die Fraktionen sind praktisch die Gilden. Dadurch hat man halt nicht dieses typische Zwei-Fraktionen-Spielchen, wie man es zum Beispiel in Aion hat. Mal sind die Dunkelschwingen ein bisschen stärker, mal die helleren. Je nachdem, wer halt gerade mehr Spieler mobilisieren kann. Sondern hier ist es halt Gilde gegen Gilde mehr. Mhm. Und dadurch balanciert sich das auch ein bisschen besser. Weil wenn die eine Gilde jetzt der Meinung ist, alle unterdrücken zu müssen, dann schließen sich halt die anderen kleineren Gilden vielleicht mal zusammen, um die Gilde wieder von der Macht wegzukriegen. Das heißt, im Prinzip ist erstmal jeder Feind von mir. Also ich kann jeden angreifen, es gibt kein Limit oder... Also deine Gildenleute sind eigentlich deine Verbündeten und theoretisch kannst du die anderen angreifen. Okay, also das heißt, es ist jederzeit Open PvP, jeder gegen jeden. Kommt auf das Gebiet an, in dem du dich gerade aufhältst und ja. Mhm. Okay, interessant. Muss ich jetzt gucken, was habe ich denn noch? Ah, falsch. Ihr plant einen Release schon im ersten Quartal, wenn ich es richtig gelesen habe. Habt ihr schon was Konkreteres? Oder? Genaues Datum haben wir noch nicht. Wir peilen das Frühjahr an und wir sind auch zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Mit Terra macht Frogster seit langem mal wieder ein Spiel mit Abo-Modell. Warum nicht Free-to-Play? Warum hat man sich bei Terra für Abo-Modell entschieden? Weil Terra doch eigentlich qualitativ ein sehr hochwertiges Spiel ist. Gute Grafik, interessantes Spielsystem. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Versuch's einfach mal an der Stelle. Warum hat sich Frogster dazu entschieden, dann Abo-Modell zu wählen? Zum einen, weil das Spiel an sich schon so konzipiert ist. Das heißt, auch in Korea ist es ja als Abo-Modell so konzipiert. Und die ganze Spielmechanik, das heißt also auch die Itemstruktur, die gesamte Queststruktur ist nun mal auf ein Abo-Modell angelegt. Das heißt, da nachträglich ein Free-to-Play-Spiel draus zu machen, würde wahrscheinlich auch immens viel Aufwand an Umbaumaßnahmen sozusagen erfordern. Das heißt, ich müsste natürlich auch dementsprechende Items wieder aus dem normalen Spiel rausnehmen, um sie dann natürlich über Shop-Geschichten finanzierbar zu machen oder sowas, was dann die Gesamtspielmechanik natürlich auch irgendwo betrifft. Mhm. Und jetzt ist dieses Kunstwerk Terra natürlich sozusagen so gemacht worden und da bleiben wir dann auch bei. Sowohl Star Wars The Old Republic als auch Guild Wars 2 konzentrieren sich jetzt in der neuen Entwicklung extrem auf Story. Also betonen auch immer, wie wichtig das ist und wie das im Mittelpunkt steht. Wie plant ihr bei Terra da mitzuhalten, was die Storyführung angeht? Also Story ist uns auch wichtig. Wir haben diverse Quests, in denen die Story mit erzählt wird und auch Cutscenes und alles dabei. Aber wo man halt auch so richtig schön in die Story vom Spiel auch mit reingezogen wird, ist das Politiksystem. Man ist halt selber kleines Licht in der Valkyrien-Föderation, wenn man anfängt und kann sich halt bis zum Vanarchen oder Exarchen, also ein Herrscher über eine Region oder einen Kontinent hochspielen und dann eben auch Einfluss auf das Spielerlebnis der anderen Spieler geben. Insofern ist da schon eine sehr starke Involvierung in das Spiel vom Design her gegeben. Letzte Frage und zwar, Terra ist ja mal wieder ein Asia-Import aus Korea. Und natürlich versprecht auch ihr, wie so viele vor euch, ihr werdet das Spiel verwestlichen. Was macht ihr, damit wir keinen Aion kriegen, nicht wieder so einen Asia-Grinder? Weil bei Aion haben sie auch schon gesagt, ja, wir machen das schon für die westliche Welt. Ja, das Quest-Design wird überarbeitet, dass es eben nicht so grindlastig ist. Die Geschichte rückt mehr in den Vordergrund. Hast du noch ein paar... Also im Vergleich zur Release-Version, die in Korea halt online gegangen ist, versuchen wir natürlich noch weiterhin Inhalt hinzuzufügen erstmal. Das ist schon mal das eine. Also die gesamten, was wir vorhin in der Präsentation erwähnt haben, Server-Invasion, solche Geschichten, bei denen können wir zwar noch nicht hundertprozentig dazu sagen, dass sie auch in der Release-Version drin sind, aber das sind alles Inhaltsteile sozusagen, die wir damit reinpacken wollen, um diesen
ja, diese Angst sozusagen vielleicht, die die Community hat, ja, da von vornherein halt wegzunehmen. Und wie ja dann jeder schon erwähnt hat, halt die Queststruktur ist darauf ausgelegt, halt das gesamte Spiel von der Geschichte auch her, die du nachempfindest, macht eigentlich keinen Grinder aus. Mhm. Okay, ich danke euch sehr für die tollen Infos und gerne. Vielen Dank auch fürs Zuschauen.